Ja, herzlich willkommen zum Lounge Talk nach der 74-91 Niederlage unserer Merlins gegen die Walter Tigers aus Tübingen. Die Tübinger haben somit den Nicht-Abstieg klar gemacht. Ich glaube, zum dritten oder vierten Mal nacheinander. Die spielen immer um den Abstieg. Kann ja auch was Interessantes sein. Ingo, ich glaube, wir haben uns alle natürlich irgendwo einen anderen Abschluss für die Saison vorgestellt, wie heute vielleicht. Dennoch, wie fällt dein Fazit aus für das Spiel und vielleicht auch dann die zweite Frage hinterher? Wie geht's denn jetzt weiter nach der Saison? Was kommt jetzt? Was für Themen stehen nun an für dich? Ja gut, Fazit für dieses Spiel, ganz kurz zusammengefasst, schwach gestartet, dann eigentlich reingekämpft, zweite und dritte Viertel sehr gut dagegen gehalten und dann im vierten Viertel eine typische Situation für uns, wie oft in den Spielen, irgendwo verlieren wir den Rhythmus. Es ist auch ganz schwer greifbar, woran liegt es in dem Moment, so weil es ganz viele Kleinigkeiten sind, die sich plötzlich summieren und dann fallen wir gnadenlos zurück und schaffen es nicht mehr nochmal wirklich die Kurve zu bekommen. So, das ist ein Problem, das hat sich im Endeffekt durch sehr, sehr viele Spiele gerade in den wichtigen gezogen. Da müssen wir im Nachhinein nochmal schauen, einfach woran liegt das, was ist da der Grund. Das würde ich jetzt nicht aus dem Stegreif beantworten können, würde ich sagen. Was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Jetzt geht's natürlich erstmal morgen nach Hagen. Also wir werden morgen anreisen, nicht wegen des Schneetreibens, sondern damit wir da einen vernünftigen Abschluss dann nochmal haben können. Wir werden am Sonntagmorgen trainieren, Video machen, dann am Abend das Spiel und dann geht's zurück nach Crailsheim, um dann Montag mit euch, mit den Fans nochmal ein tolles Fan-Event zu haben am Abend. Ich glaube, 18 Uhr geht's los, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich hoffe, dass ihr dann mit den Jungs alle nochmal ein paar Worte wechseln könnt. Wer mag, kann sich ein Autogramm holen, einfach nochmal quatschen. Dann haben wir am Dienstag ein Helfer-Event, auch eine große Geschichte nochmal. Und ja, dann ist natürlich im Fokus, wie geht's weiter fürs nächste Jahr für die Pro A? Wir haben ja Thomas als Coach schon fest verpflichtet und dann geht's halt darum, welche Mannschaft haben wir im Endeffekt? Wer von der diesjährigen Mannschaft ist nächstes Jahr weiter Teil? Da sind durchaus Gespräche dann, die da momentan geführt werden. Wir können aber noch nicht irgendwie was Finales vermelden. Wir werden schauen und euch auf dem Laufenden halten, dass ihr natürlich immer wisst, wer zu dem Zeitpunkt dann gerade aktuell ist. Ja, vielen Dank, Ingo. Das heißt, so einen kompletten Cut, dass im Vergleich von letztem Jahr zu diesem Jahr wir eine ganz neue Mannschaft sehen werden. Das wird vermutlich nicht so sein, oder? Oder ist nicht das Ziel? Das ist immer meine Lieblingsfrage. Das war auch letztes Jahr nicht. Das war auch letztes Jahr im Hinblick auf diese Saison nicht das Ziel. Nur die Spieler, die wir halten wollten, wollten alle nicht gehalten werden. Insofern können wir ja nicht dann irgendjemanden verpflichten, nur weil die wir quasi gerne hätten, in dem Moment nicht zugesagt haben. Und dieses Jahr haben wir auch interessante Spieler, die wir gerne halten würden. Wenn die aber alle absagen würden, dann können wir auch nicht sagen, wir können jetzt jede Bedingung, jeden finanziellen Background, jedes, was irgendwo gefordert werden könnte, erfüllen. Weil wir sind weiterhin unser Club und da steht unser Augenmerk natürlich darauf, dass wir mit unseren Mitteln am Ende das Beste rausholen können. Und dazwischen muss die Mischung gefunden werden. Und ich hoffe, dass wir euch natürlich so ein paar von den vielleicht sogar Leistungsträgern präsentieren können fürs nächste Jahr. Das wäre natürlich auch wichtig, solche Gesichter zu haben im Team. Und ich glaube, es sind ja auch Jungs dabei, die durchaus immer wieder Highlights haben aufblicken lassen. Danke, Ingo. The next question is for you, Thomas. Just a short, let's talk about the game today, a short answer. And then the next question is, if you look back to the last games, you come here, you get a team, say something about that feeling you have now from the team and let's look into the future. But try it to make part so I can translate a little bit easier. Well, first of all, today's game, it's Dankeschön. I can't put it any other way. It's a disappointing way to leave this season here. We had some excellent games here in the last rounds, and everybody, the crowd, fans, players, the whole team, felt like everybody was in it together, that we can turn this around. And then on Sunday, last Sunday, in Bremerhaven, we very disappointing loss for the whole team. And my impression right now is that Tübingen today,
They were still playing against relegation, and they came out like that in the game and also in the fourth quarter. I would just say I was disappointed. I know the whole team, we talked about it throughout the week, that we wanted to leave with something positive. Everybody, we prepared exactly the same as we have been preparing. Nothing changed. Nobody, you know, relaxed or anything like that. Maybe it's just the emotional toll that the season took, and then to have, after the Bremerhaven game, obviously the possibility taken away from us to stay in the league. That's the best I can sum it up. Okay, I will translate for sure. Yeah, er sagt, er ist einfach nur, und das merkt man ihm auch an, enttäuscht, wie das letzte Spiel gelaufen ist. Der Gedanke war natürlich, ja, vielleicht bekommen wir nochmal so einen kleinen Umschwung hin zum Ende und vor allem am letzten Heimspiel, weil man möchte natürlich auch mit einem positiven Gefühl dann zumindest die Saison beenden, was die Heimspiele angeht, auch wenn am Sonntag noch Hagen kommt. Das Team meinte auch, war bereit, also da hat sich jetzt keiner irgendwo zurückgelehnt nach dem Motto, naja, die Saison ist jetzt vorbei und es ist jetzt immer wurscht, was ist, sondern die wollten alle schon noch aktiv sein und pushen. Dementsprechend ist einfach enttäuscht, wie es heute gelaufen ist. Let's have a look in the future. So you signed your contract for 2 more years here in Gralsheim. What are the plans for the off-season right now? A couple of things. First, I have to tie up some loose ends over back in Finland, get everything sorted there before we can move here as a family. But I'm excited about the possibility, really excited about the possibility next year. It's a very good league. We have to, with Ingo, get a good look at what are the things that we can do to differentiate ourselves from the competition in that league, start building a strong team for next season with a good chance to compete in that league. And then I think we have some good ideas. A lot of it, like I think Ingo said, depends on what kind of continuity we can have from this season, next season. But really looking forward to that challenge. Okay. Da stimmt er sich mit Ingo ab, oder da ist er der gleiche Meinung wie Ingo. Er geht jetzt nochmal zurück, wenn die Saison rum ist, kurz nach Finnland, um einfach ein paar Sachen regeln, dass er wieder mit der Familie zurückkommen kann. Er ist verheiratet, hat, darf ich nochmal ganz kurz um die Aufmerksamkeit bitten, das wäre voll nett von euch. Ja, ein paar Dinge in Finnland zu regeln, dann kommt er zurück und dann geht es einfach darum zu gucken, wie kann man die Mannschaft aufbauen, welche Spiele nimmt man mit. Das, was Ingo auch gesagt hat, er findet es toll hier in Gralsheim, weil einfach auch die Pro A eine sehr, sehr starke Liga ist und einfach wir uns als Gralsheim Mördlins behaupten wollen, aber auch ein Stück weit behaupten müssen. Das war die Saison 2015-2016. Wir sehen uns alle am Montag, 18 Uhr, Ingos hat es gesagt, zum Meet and Greet in der Hakro Arena. Getränke und Essen wird gesorgt sein. Kommt vorbei, sagt der Mannschaft Tschüss oder sagt der Mannschaft auf Wiedersehen. Wir werden keine Namen hören, oder vielleicht gibt es auch noch keine Namen, das weiß nur Ingo. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Abend, kommt gut nach Hause, bis Montag.